Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch mal ein paar verschiedene Brückendesigns und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit hier ein paar kleineren Designs. Und zwar haben wir hier so kleine Hängebrücken quasi. Das erste Design, was wir hier haben, ist ein Design, was erst in der 1.14-Version funktioniert, weil wir benutzen hier nämlich die Lagerfeuerblöcke bzw. Campfireblöcke. Denn die kann man nämlich ausmachen. Ich kann euch das mal zeigen. Normalerweise sieht ein Lagerfeuer so aus mit Feuer, aber wenn ihr das mit Wasser abschmeißt oder mit einem Wassereimer, geht auch. Dann kriegen wir eben diese coole Textur hin und das Ganze sieht halt schon sehr nach Brücke aus. Und das habe ich mir hier eben zunutze gemacht und dann hier draußen eine Hängebrücke gebaut. Beziehungsweise sie hängt eigentlich nicht, sondern ist halt eine normale Brücke. Links und rechts haben wir dann noch Zauntore, die als Geländer funktionieren quasi. Also ich kann da jetzt einfach nicht rüberlaufen, wenn ich möchte. Außer ich springe natürlich. Und dann haben wir jeweils am Ende dann nochmal einen Stammblock quasi, wo dann nochmal ein Zaun drauf ist, damit das so ein bisschen massiver aussieht, als wäre das so ein Pfosten. Und von unten sehen die Lagerfeuerblöcke leider ein bisschen komisch aus, mit diesem Schwarz oder mit der Kohle. Und deswegen habe ich darunter dann nochmal ein paar Falltüren gemacht. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen cooler aus und sieht insgesamt sehr nice aus. Und das könnt ihr eben sehr gut nachbauen, wenn es eben so eine kleine Schlucht ist. Wenn es eben länger wird, dann würde ich dazu tendieren, eher so eine Hängebrücke hier zu bauen. Weil man hier eben sieht, dass das Ganze so ein bisschen nach unten hängt, von der Schwerkraft eben. Das sieht man hier eben nicht, das ist immer so auf Spannung quasi, aber dieses hier kann man halt sehr gut anpassen. Und dementsprechend habe ich auch so ein Design hier gebaut, das ist auch ziemlich cool. Ist natürlich ein bisschen gefährlicher, weil es hier kein Geländer gibt. Aber ich denke, für so einen abgelegenen Ort zum Beispiel ist sowas ziemlich cool, wenn ihr ganz weit weg von eurer Stadt baut oder sowas. Da könnt ihr auch, denke ich mal, so eine kleine Brücke bauen. Die geht nämlich ziemlich schnell, die ist relativ günstig und ist eben so ein bisschen, ja, weiter weg, weil es würde ja auch irgendwie keinen Sinn machen, wenn man ganz weit weg von seiner Stadt oder von seinem Dorf oder sowas so eine richtig ausgebaute Brücke hat. Und dementsprechend ist da auf jeden Fall so eine kleine Brücke ziemlich cool. Und die ist so diagonal quasi und dann könnt ihr hier einfach mit Hilfe von Halbsteinen und von den Falltüren so eine, na, so einen Abgang quasi erzeugen, so einen Übergang, der so ein bisschen nach unten geht, damit das so aussieht, als würde es tatsächlich runterhängen. Ist auf jeden Fall ziemlich cool und wie gesagt, für kleine Schluchten oder sowas ist sowas natürlich richtig nice. So, als nächstes haben wir dann hier ein kleines Design, was ein bisschen, ja, schon, ich sag mal, fortgeschrittener ist. Und das Ganze könnt ihr auf jeden Fall richtig gut benutzen, wenn ihr zum Beispiel ein kleines Dorf habt oder sowas oder so eine Farmregion. Denn das sieht natürlich schon relativ gut aus, ist aus Holz, ziemlich massiv und hat unten auch schon so Stützen quasi. Und das Ganze ist natürlich aber noch nicht so heftig ausgebaut wie zum Beispiel eine Steinbrücke oder sowas. Aber ich denke, für so ein kleines Farmgebiet oder sowas ist sowas ziemlich gut. Das sieht so aus, als hätte man das einfach schnell hingebaut, einfach nur damit man eben über den kleinen Bach kommt oder über den Fluss. Und macht aber trotzdem ziemlich viel her. Ich finde, vom Aussehen her ist das auf jeden Fall eins meiner Lieblingsdesigns. Und wieso kann ich denn die Maus jetzt nicht mehr bewegen? Was ist denn das jetzt? Ah. Okay, was auch immer das war. Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall dieses Design auch ziemlich einfach. Ihr benutzt hierfür Halbsteine und ihr benutzt dafür auch noch diese Falltüren und macht dann darunter einfach so ein paar Stützen quasi, die das Ganze abstützen. Und dann sieht das eben so aus, als hätte man einfach so ein paar Holzplanken dahingelegt, damit man eben einfach über den Fluss hier rüber kann. So, das nächste Design, was wir haben, ist schon ein bisschen massiver. Und das kann man dann auf jeden Fall gut in der Stadt benutzen, beziehungsweise auch in einer Burg oder sowas. Das ist nämlich hier aus Stein, beziehungsweise aus den Steinziegeln und aus Pflasterstein quasi. Ziemlich massiv, funktioniert ziemlich gut und sieht natürlich schon ein bisschen aufwendiger aus. Ist aber eigentlich auch gar nicht so schwierig nachzubauen. Wir haben hier einfach zwei Stützen im Wasser quasi und dann hier eben so einen kleinen Bogen, wo man dann eben den Weg drüber laufen lässt quasi oder drüber baut. Und das ist eben auch ein ziemlich einfaches Design und passt eben, würde ich sagen, in so etwas fortgeschrittenere Gebiete, wo man dann schon sich so eine Steinbrücke quasi leisten kann und nicht so eine Holzbrücke haben möchte, vielleicht in der Stadt oder im Dorf oder eben in einer Burg, kann man auf jeden Fall machen. Und wenn ihr machen möchtet, dass irgendwie das Dorf schon so ein bisschen älter ist oder die Burg oder verlassener, dann könnt ihr nämlich statt den normalen Steinziegeln auch hier diese kaputten machen oder die mit Moos überwachsenen. Das gibt es auch von Cobblestone hier, die mit Moos überwachsen. Und dann könnt ihr so ein paar Lianen daran hängen einfach. Und dann hier vielleicht ein paar Blöcke mal auslassen oder sowas, damit es halt schon so ein bisschen runtergekommen quasi aussieht. Und so ein bisschen älter halt schon. So. Und ansonsten ist das auch ein relativ einfaches Design, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir gucken uns das nächste Design an. Hier haben wir jetzt etwas, das vielleicht nicht in so viele Welten passt. Aber ich fand das Design trotzdem ziemlich cool. Und zwar haben wir so eine Wildwestbrücke quasi oder so eine Wüstenbrücke, was auch immer. Die hier über so einen Canyon rüber geht. Die ist ziemlich aufwendig gewesen tatsächlich. Wie ihr schon seht, hier ist ja sehr viel was passiert. Und im Endeffekt haben wir hier quasi oben eine Eisenbahnbrücke, die hier einmal gerade rüber geht. Und da kann man dann natürlich auch statt der Eisenbahnbrücke einfach eine normale Brücke draus machen. Aber ich finde, so im Wildwest-Stil quasi würde auf jeden Fall eine Eisenbahnbrücke ziemlich gut aussehen. Und dann macht man hier einfach nochmal so ein paar fette Pfeiler quasi hin, die das Ganze stützen sollen. Und dann hier natürlich, weil es eine Eisenbahnbrücke ist, die ist ja wahrscheinlich super schwer, die Eisenbahn, die da drüber geht. Und dann hier die ganzen Steine und so, muss man das natürlich möglichst gut absichern und hat dann hier natürlich noch mehrere
Zauntore und Zäune und Holzblöcke und sowas, die das alles tragen sollen quasi. Und das ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Design. Vor allem, wenn ihr halt in so einem Canyon baut oder sowas oder wenn ihr eine Eisenbahnbrücke bauen wollt, würde sowas natürlich ziemlich nice aussehen. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das letzte Design an. Da haben wir jetzt ein simples Holzdesign, was man auf jeden Fall gut in eigentlich jede Welt bauen kann, denn es sieht relativ massiv aus, ist relativ ja, ausgebaut und ausgeklügelt quasi und fortgeschritten, aber immer noch relativ einfach zu bauen und eben auch sehr ressourcenfreundlich quasi, weil man hier eben nur Holz baut, braucht, um das zu bauen. Und das Design ist eigentlich auch ziemlich einfach, das geht hier auch wieder diagonal quasi über den Fluss rüber. Das kann man in diese typischen Minecraft-Flüsse zum Beispiel auch ganz gut einbauen, weil es eben so die perfekte Größe dafür eigentlich hat. Dann haben wir hier jeweils auf den Seiten vier von diesen Stützen, worauf dann eben diese Wege hier quasi sind. Da kann man hier einfach perfekt über den Fluss rüberlaufen. Und das Ganze ist eigentlich auch nicht so schwierig. Es sieht nur ein bisschen kompliziert aus, weil ich jetzt hier so viele Zäune gebaut habe. Aber im Prinzip ist es einfach nur Holz, was dann hier einmal diagonal geht, dann hier wieder so ein Stamm. Dann gibt es zwei Diagonale, dann wieder ein Stamm, einen Diagonalen und dann kommt halt wieder ein Stamm. Und dann dazwischen sind dann halt Halbsteine, die halt die Brücke dann ausmachen. Ist eigentlich auch gar nicht so schwierig und ich werde auf jeden Fall zu ein paar von den Brücken noch ganze Tutorials machen. Aber in diesem Video wollte ich euch eigentlich nur mal zeigen, was es so für Designmöglichkeiten gibt und euch so ein bisschen inspirieren quasi, was ihr dann bauen könntet. Beziehungsweise könnt ihr natürlich auch dieses Design hier zum Beispiel einfach aus Stein nachbauen. Das würde auch ziemlich cool aussehen und dann mischt ihr das Ganze so ein bisschen, also die Idee von der Steinbrücke zum Beispiel, mit diesem Design und mit dieser ja, Ausführung quasi. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und insgesamt hoffe ich, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und inspirieren mit diesem Video. Und ich hoffe, ja, euch gefällt die eine oder andere Brücke und ihr baut die vielleicht sogar nach. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal ein Hashtag Brücke in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Brücken. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.